Freunde der Nacht, es geht wieder los. Inas Nacht heute mit meinem Lieblings-Bundesliga-Trainer Steffen Baumgart. Außerdem ist Jasna Fritzi Bauer hier direkt am Tatort im Shelly. Und musikalisch wird für mich ein Traum wahr. Meine Lieblingsband Wet Leg sind aus England rübergekommen und die singen für uns und zwar so cool. Leute, ich freue mich so auf unseren ersten Gast. Wenn man sich die Shanties heute Abend anguckt, hat man schon eine ungefähre Ahnung, wer es sein könnte. Ich muss ihn eigentlich gar nicht groß vorstellen. Ich bin erregt und voller Vorfreude. Er ist im Moment der Shootingstar und der Publikumsliebling der Bundesliga. Bitte begrüßt mit mir den Trainer vom 1. FC Köln, Steffen Baumgart! Ja, du bist ein Feierbiest, das ist ich. Ist große Entspannung in dir? Eben draußen ja, jetzt wird's. Aber mehr entspannter als jetzt, so, wo du eine Wahnsinnssaison gemacht hast mit deinem Verein. Unten aus dem Keller gekratzt und nach oben geschoben. Mit eigenen Händen und so eine geile Saison gespielt. Glaubst du, da geht noch mehr? Und das ist interessant. Wenn ich jetzt ja sage, dann habe ich morgen Schlagzeilen. Naja, es ist ja klar, egal was passiert. Also in Köln muss immer mehr gehen. Ja, sagen die das auch so? Kannst du eigentlich noch als Typ mit der Mütze... Hast du die Shanties gesehen? Geile Mützen. Oh. Kannst du eigentlich noch durch Köln gehen, ohne dass die Leute dich anfallen, schütteln und irgendwas von dir wollen? Ja, das geht. Echt? Das geht. Ja, alle nett. Wirklich, Köln wenn ist nett. Wenn du Kaffee trinkst, ich will ja nicht stören, aber... Ja, das kommt schon vor. Und dann, wenn einer kommt, kommen auch mehrere. Okay. Auch das Glück hat man. Ja. Aber das ist alles entspannt, muss ich sagen. Es macht trotzdem Spaß. In der Situation macht Spaß, weil Köln schwarz und weiß, sage ich immer gerne. Und im Moment sind wir bei viel Licht. Du darfst da schon mal reingehen, Steffen. Vielen Dank. Und ich habe dir etwas gekauft. Oh, jetzt bin ich gespannt. Von eigener Hand bezahlt, mich informiert. Oh, das ist. Und rangeholt, mich beraten lassen, weil ich gar keine Ahnung von Whisky habe. Aber der teuerste war mir zu teuer. Da habe ich gedacht, nee, bin hier beim Öffentlich-Rechtlichen, der lag bei 1.000 Euro. Ja gut, den holt man ja auch nicht. Guck mal. Ja, nicht ganz das richtige Glas, aber das wird gehen. Wollen wir ein Bier dazu trinken? Gerne. Auch das noch. Entschuldigung, aber ich weiß, dass ich gleich Bier will. Prost, 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 liebes Publikum. Prost, liebe Schenker. Ist der ein bisschen stärker als andere? Nein, nein, der ist mild. Der ist wirklich ange... Das aber ist, der brennt. Nein, runter. Das ist kein Brennen. Was ist das? Nein, das ist leichtes... Ziehen? Ja, aber das ist doch... Musst du doch ein bisschen merken, dass was kommt. Aber das ist doch aber kein mild, Brennen. Mild und brennt. Ja, mehr mild. Das ist doch gut im Abgang, das ist doch was Schönes. Ja, brennt im Abgang. Nein, also der brennt nichts. Ich weiß nicht, was bei dir brennt. Nee. Mild im Mund und brennt im Abgang, so würde ich sagen. Aber das Brennen, wenn man es ein bisschen mag... Also, gut, also, da gibt es schon andere, die brennen dann anders. Wirklich, weil ja. Die billiger sind dann. Nein. Und das ist der Unterschied. Ist egal, sagst du. Es gibt stärkere. Nimmst du die Flasche nachher mit oder darf ich die mitnehmen? Du darfst jetzt entscheiden. Wir warten mal, wie der Abend läuft. Nee, wir verteilen das. Ihr kriegt das nachher, Shanties. Weil ihr euch so schön angezogen habt. Ich bin so stolz auf euch. Vielen Dank, Rita. Aber komisch, selbst solche schönen Mützen gesehen. Aber komischerweise... Komischerweise siehst du wirklich ganz cool damit aus und ihr alle gar nicht. Oh. Nee, weißt du, was ich glaube? Ich glaube, es ist... Heute haben wir viel gedacht, denn wir sind bei Ihnen. Hey. Leute, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber was mir total auf den Sack geht, ne? Hamburg hätte dich ja fast gehabt. Ja. Wenn nicht wieder die gleiche Scheiße, wie ständig, ob das um Kloppi-Klopp geht oder egal welcher Trainer, nur im Gespräch ist, dann kommt dieser Ältestenrat von 412 Leuten, die sich nachmittags im Rotary-Club irgendwo treffen. Hier, alle Shanties nicken. Nicht nur, dass ich die Böse bin. Wir wissen es alle, Leute. Und dann wird diskutiert, wer ist das? Kennt ihn jemand? Kennt jemand die Eltern oder die Nachbarn? Kann irgendjemand was sagen? Hat schon mal einer, hat der, weiß der, wie Hamburg funktioniert? Weiß der, wie unser Verein, sagt, sagt Köln, ich finde den gut, ich finde den auch gut. Ja, denn unterschreiben wir das. Während Hamburg noch diskutierte, war in Köln längst unterschrieben. Ja, aber HSV ist jetzt nicht so schlecht dran mit Tim. Also ich finde, der macht's gut.
Ja, aber du bist gerade auf dem siebten gelandet in der ersten. Wir sind in der zweiten. HSV ist in der zweiten. Und warum? Nicht nur wegen der Trainer. Nee, auf keinen Fall. Bin ich jetzt aber auch. Auch vorher schon nicht. Würdest du auch generell sagen, es ist nicht immer der Trainer schuld? Aus meiner Sicht hundertprozentig nie. Nie ist der Trainer schuld. Ich finde, da muss man auch wieder mal klar drüber reden. Ja, finde ich auch. Es ist oft die Struktur des Vereins, finde ich. Und eins habe ich gelernt im Fußball. Vereine, die einen Plan haben, wo nicht jeder Ältestenrat diskutiert, bringt dich oft weiter. Und Köln kannst du relativ alleine da so rumbrüllen, sage ich jetzt mal. Es kann sein, das gehört ja noch dazu. Ne? Brüllst du eigentlich auch morgens unter der Dusche? So wie andere singen, brüllst du dich da schon mal ein? Du meinst, dass ich meine Stimme trainiere? Ja, so einbrüllen. So wie Sänger so brrr, brrr, ja, machen. Ne. Brüllst du schon mal und machst so ein bisschen die Bewegung und so. So viel brüll ich gar nicht. Ich glaube doch. Nein, wirklich nicht. Privat gar nicht. Nein. Ah ja, aber ich finde das ja gut. Ich muss ja sagen, ich verlange ja diese Leidenschaft. Ist das schon lange her? Habe ich das irgendwo wo habe ich das denn gesehen? Ich glaube, irgendein YouTube-Film, wo dich einer von den Fans anschreit, ganz laut halt die Fresse. Und du hast ihm nicht den Stinkefinger gezeigt, sondern den Daumen. Den positiven. Weil dann auch alle gelacht haben, das war alles okay. Ab und zu musst du mal reagieren, aber ich habe auch mal zu den Zuschauern sowas gerufen. Ja? Ja, im Pokal gegen HSV. Ja, du magst es nicht so gerne. Ich mag nicht, wenn einer meine Jungs von hinten anmacht, weil das ist meine Aufgabe. Und wenn dann irgendwelche intelligenten Zuschauer da sind. Aber Steffen, und meistens ist das dann so, weißt du, so, also ich habe ja schon ein bisschen mehr, aber die haben dann noch mehr, sitzen in ihren Stühlen und machen auf intelligente Fußball, auf intelligente Fußballer. Sprichst du jetzt über die Hamburger Fans speziell? Nein, also speziell über die Fans. Und die dann sagen, Junge, beweg dich mal ein bisschen auf dem Platz. Und da bin ich dann auch so. Lauf du Sau. So ungefähr. Und dann kann auch passieren, dass ich mich umdrehe und sage, du pass auf. Witzig, heute haben wir viel gelacht. Wir sind bei Ihnen dran. Ich möchte ein bisschen mit dir reden über dein Leben, weil es so spannend ist. Du bist ja jetzt Trainer, aber du hast ja in deinem Leben 3 Jobs, die ich gefunden habe, wenn man mal rumgoogelt und guckt und macht und tut. Du bist ja geboren in Rostock, ein Ostkind. Ja. Glückliche Kindheit. Sehr glückliche Kindheit. Finde ich auch immer schön, dass ihr das sagt, weil ich glaube, zwischen so Ost-Rostock und Bauernhof Norddeutschland war wenig Unterschied. Ich wollte gerade sagen, also wir haben alle wenig mitgekriegt, wir waren viel draußen. Ja, aber der Wind wehte. Ich wollte gerade sagen, aber am Ende hatten wir alle Spaß. Ja. Und behütete Kindheit. Behütete Kindheit. Und das hat aber auch was mit der Zeit, glaube ich, dann irgendwie so zu tun. Da war alles, man war einfach nicht drin. So es gab wenige Handys. Ich glaube, es gab noch gar keine. Und bei uns hat auch gar keine Telefon gehabt. Hatten wir auch noch nicht. Telefon gab es auch nicht. Telefon du musstest wirklich nach Hause kommen, wenn Mutti gerufen hat. Ja, sowas gab es eben nicht, gar nicht mehr vorstellbar, ne? Dass man so, als man so den ersten Freund hatte und dann sagte, ich rufe dich morgen um 2 an. Muss man sich mal vorstellen, der rief da über Festnetz an. Und wenn Mutter und dann noch mit Tante Käthe am Telefonieren war, du wusstest, jetzt ist besetzt und er denkt, du machst das extra schrecklich. Also, du warst in Rostock geboren, Papa Handball, Opa Handball. Und warum du nicht Handball? Ich war von vornherein Fußball. Also, es war wirklich, gab nur eine Sportart für mich, die habe ich wirklich von klein auf angemacht. Das war wirklich Fußball. Und deswegen war Handball auch nie ein Thema. Die Eltern dich nicht am Ohr genommen und mit zum Handball gezogen? Nee, mein Vater war, glaube ich, froh, dass ich Sport gemacht habe, dass ich es gerne gemacht habe und dass er auch wusste, wo ich war. Weil ich glaube, wenn ich keinen Sport gemacht habe, wäre ich, glaube ich, auch wild unterwegs gewesen. Also, es war ganz gut. Wie gut Sport für Kinder ist, ne? Für so Rabauken. Nee, nur für Rabauken, ich glaube für alle. Ne? Sehen wir jetzt gerade in einigen. Wäre schön, wenn Sport wieder kommt. Und irgendwann bist du schon mit 16 nach, wo sie sind, Schwerin. Erste Station. Fußball gespielt. Im Verein. Auch schon richtig für Geld? Nee. Nicht? Doch, ein bisschen. Na, also das wäre ja nicht gegangen. Doch. Aber es war ich habe ja meine Lehre da gemacht in Schwerin. Ja. Also ich bin ja in die Lehre gegangen. Das heißt, das Fußball war ja nebenbei. Was war die Lehre? Nannte sich Instandhaltungsmechaniker. Den Job gab es hier gar nicht. Hier so ein bisschen aus an die Hausmeister. Ist wirklich so. Ach so. Wir haben Instand gehalten. Also wenn die Maschine kaputt gegangen ist, sollten wir sie wieder heil machen. Hier wurde die kaputte Maschine ausgetauscht, wurde neu gemacht. Und wir haben alles versucht zu flicken, solange es geht. Und da gab es einen Job für. Und wie ist die Ausbildung gewesen? 2 Jahre, nichts gekonnt danach und froh, dass ich was anderes gemacht habe. Also ich habe mich dann wirklich schon damals um Fußball gekümmert, das muss man wirklich sagen. Also ich habe die Lehre abgeschlossen, aber das war jetzt nicht. Man hatte prophylaktisch quasi immer so einen Job irgendwie, oder? Dass du eine Ausbildung hattest. Also ich konnte zumindest, wenn ich jetzt kein Fußballer geworden wäre, hätte ich mit der Ausbildung zumindest einen Job anfangen können. Ob ich ihn gut gemacht hätte, glaube ich nicht, aber ich hätte zumindest erstmal was machen können. Achso, ich dachte, das gehört so ein bisschen dazu, dass man sagt, das Ausbildung gibt es nicht, weil wir müssen einfach warten, dass was kaputt geht. Und dann muss er gucken, ob er es reparieren kann. Ja gut, aber dann schweißen musstest du können, nieten musstest du können. Kannst du das heute alles machen? Nein, ich konnte es damals auch nicht, um Gottes Willen.
Aber also alles, was ich da gemacht habe, das ist... Und du warst danach noch... mich auf nichts loslassen können. Also, du warst danach ja noch Polizist. Wie war das denn noch? Also haben die gesagt, haben sie dir so eine Mütze aufgesetzt und gesagt, übrigens, du bist jetzt Volkspolizei? Nee, ich war erst bei der Bahnpolizei. Ich bin erst über den Schweriner Bahnhof gelaufen und habe da aufgepasst. Einer hatte eine blaue Uniform. Die normale Polizei hat ja grüne Uniform und ich bin mit einer blauen Uniform und bin über den Bahnhof gegangen und hab geguckt, dass alle nett da zueinander sind. Hey, sie, psch, hier. So? Hier wird nicht geschlafen. Hast du einen Knüppel? Auch. Was hat er gesagt? Hast du eine Waffe? Nee, die haben sie mir noch nicht. Keine Waffe? Nein. Als Volkspolizist hatte man keine Waffe? Doch, aber erst später. Dann bin ich ja zur Bereitschaftspolizei gekommen. Die wurde ja neu gegründet dann mit der Wende. Ja, das stimmt natürlich. Und warst du auch mal beim Fußball eingesetzt? Ja. Ich habe noch die letzten DDR-Oberligaspiele gemacht, wo Hansa Rostock aufgestiegen ist. Also damals gegen Lok Leipzig, gegen Dynamo Dresden. Ich habe schon einiges dann, die ersten Hausbesetzungen in Schwerin durfte ich noch mit auf, durfte ich noch mit ran. Und hattest immer noch keinen Knüppel? Da hatten wir schon Knüppel. Ja. Vielleicht heute ja als ehemaliger Hausbesetzer sagen, wurde schon mal irgendwann von Steffen Baumgart verprügelt. Nein. Trotzdem jeden Tag Fußball. Fußball. Ja, aber dann eben trainiert, ja klar. Aber immer. Also das habe ich immer. Jeden Tag gab es eigentlich Training, von klein auf an. Also es gab nicht. Heute würdest du auch sagen, wenn du heute noch einen Ball siehst, dass du wie so ein junger Hund so Ball und dann hinterher. Es gibt von mir Videoaufnahmen, wirklich. Da saß ich in. Ja, haben wir das Gefühl, dass du so bist. Dass du, wenn du so einen Ball siehst, dann kommt direkt ein Zentrum, wird aktiviert. Ja, ja. Also es gibt kaum einen Ball, der liegen bleibt, wenn der vor der Füße liegt. Also, ja, das ist so. Ja, das ist... So wie Oliver Kahn, der gegen das Kind die ganzen Bälle gehalten hat, weil er konnte es nicht. Das ist das schönste Spiel. Das ist das Schönste, auch heute noch für Kinder. Du musst keinen Laptop hingeben. Gib einen Ball hin, freut sich ja jedes Kind. Du warst denn in Aurich, also du hast gesagt, scheiße, was mache ich denn? Ich komme aus der zweiten Liga, jetzt gehe ich irgendwie nach Aurich. Das war die vierte Liga, gibt es sowas überhaupt? Damals war es die vierte Liga. So eine Kreisliga. Nee, Oberliga war es damals. Ober. Wie war denn Aurich? Ich stelle mir jetzt vor, ganz ehrlich, wenn du zu mir nach Norddeutschland ins Dorf gekommen wärst, wir hätten dich mit offenen Armen empfangen. Mhm. Wer direkt ein Bier trinkt, wer Fußball gut findet, wer direkt sagt, ich gehe nach Aurich. Und nicht sagt, ich gehe nach Hamburg, nach Bremen, nach Berlin, nach Köln, nach Hannover. Man hätte ja überall hingehen können, aber du hast... Weißt du, wie schön Aurich war? 3 Jahre. Ich finde Aurich gut, aber ich finde den Norden ja auch gut. Und Bier gab es da auch, ne? Also ja, jeden Dienst einen Stammtisch gehabt und alles. Also du hast den Stammtisch da gegründet? Na, mitgegründet, ja. Ich hätte nicht alleine. Nicht nur du bist dahin, viele sind aus dem Osten. Wir waren mit 11 Spieler sind dahin. Was? Eine ganze Fußballmannschaft? Eine ganze Fußballmannschaft. Na gut, wir konnten Fußball, ne? Und habt ihr dann einfach ihr 11 für Aurich gespielt? Das wäre so witzig. Nee, waren auch gute Auricher Jungs dabei. Das ist so, waren auch gute Auricher Jungs dabei. Also alle 11 reichen ja nicht. Aber es war wirklich, und die meisten sind immer noch da. Aber das, ja, weil die kommen aus Aurich. Oder auch die mit dir da rüber sind. Die mit mir rüber sind. Also die haben alle, die sind jetzt noch da. Die haben da alle ihre Ausbildung gemacht, ihre Lehre gemacht, haben alle da ihr zweites Leben begonnen. Aber das ist ja toll. Und du wärst ja auch fast da geblieben. Du hast ja dann Kfz-Mechaniker gelernt, aber lass mich raten. Auch nicht gut. Deswegen haben sie gesagt, Leute, der kann es nicht. Er muss in den Verkauf. Ja, das konnte ich. Und dann hast du die Autos verkauft. Das konnte ich ja. Ja. Und dann bin ich sogar noch als Schuhverkäufer oder im Schuh. Ja. Konnte sogar Schuhe verkaufen. Damenschuhe? Nee, Sportschuhe. Okay. Du bist dann aber irgendwann weg aus Aurich, weil Rostock wieder dich gerufen hat. Und an die Aurich, du bekamst eine Abfindung von 50.000 Mark. Da habe ich mich gefragt, wohin gehen eigentlich diese ganzen Abfindungen immer? Das ist keine Abfindung. Aurich die oder du oder nee, teilt man das? Nee, das war ja, also Rostock hat 50.000 an Aurich überwiesen. Ja, das ist zu ja, sagen, gebt uns den genau als Spieler ja, und Aurich kriegt das dann. Ja. Und du hast gar nichts gekriegt? Nein. Aber wer denkt sich denn sowas aus? Gut, aber deswegen habe ich ja ein gutes Gehalt. Ist ja völlig aber trotzdem ist es ja voll blöd. Ja? Ja, ich finde, man hat so einen Menschen und das ist so Menschenhandel, moderner Menschenhandel. Nein. Doch. Nein. Und dann ist das auch viel zu teuer. Also wenn du dir jetzt mal einen Spieler wünschen dürftest, ich würde jetzt hier sagen, hallo, ich bin ein Scheich aus Katar. Ja. Ich würde dir gerne einen Spieler schenken. Nee. Darfst dir einen wünschen? Wer wäre es denn? Gibt's keinen. Nein. Gibt's keinen Spieler, den ich dir schenken dürfte? Nein, ist doch Blödsinn. Haaland? Nein. Ach, was soll ich? Nein. Haaland würde ich sofort nehmen, wenn du als Trainer, wenn man nach Hause?
Nein, ne? Nein, aber er ist doch nun wirklich eine Spielmaschine, findest du nicht? Ja. Also so eine Mannschaft, sagen wir, dann stellt man so einen Haaland da rein und der so brrr, Tor. Naja, ganz so einfach ist nicht. Nee? Nein. Du hast keinen Lieblingsspieler? Nein. Nee, wirklich, also wirklich nicht. Also weil dafür arbeite ich zu viel, zu gerne mit den Jungs und aber du regst dich ja über deine Jungs auch manchmal ein bisschen auf, weil, darf ich mal die Bilder haben, was dir zum Beispiel total auf den Sack geht? Jetzt bin ich gespannt. Ja, wenn die anfangen und zum Beispiel wie Modeste, der hat hier, als er ein Tor geschossen hat, seinen Kaffee in die Kamera beim Jubel gehalten. Da kotze ich aber. Das habe ich gesehen. Ja. Das geht doch nicht, das musst du denen sagen. Habe ich. Ja? Ja. Und zwar richtig? Richtig. Laut? Nein. Leise? In Ruhe. Erklärt? Ja. Brauche ich nicht. Er weiß aber, was er gemacht hat. Ja, wieso macht das denn? Was soll ich jetzt sagen? Erwachsener Junge. Ja, das fand ich wirklich unverschämt. Ja? Ist ja nicht blöd, der Junge. Aber warum ist das unverschämt? Weil es geht um Tore, um Leidenschaft, es geht um Fußball, das bisschen, was noch da ist an Echtheit. Und dann hält der einen Pfund Kaffee in die Kamera. Weil er da, ja wirklich, da ging's doch kaputt. Was hast du denn gedacht, als du es gesehen hast? Dass er einen Schuss hat. Dass er einen Schuss hat? Hast du kurz überlegt, ich renn jetzt da hin und... Nö, ich hab einmal nur gedacht... Nimm den Kaffee wie einen Fußball und kick den ins Publikum oder irgendwas. Also das, und dann muss man ja auch sagen, dass du sagst, also die ganzen, das ist Sané, und Amalilo Sané, der hat sich selber, weil er sich selber so geil findet, einmal als Ganzkörper, so unglaublich, oder? So Ganzkörper auf dem Rücken, ich zeig da hinten nochmal, Ganzkörper auf dem Rücken, mit so ein bisschen Engelsflügel und Kabine hinten noch dabei. Calvin Klein, U-Hose sieht man da unten noch. Also, wie geil muss man sich finden, wir unter uns Gebetsschwestern? Ja, obwohl, aber er hat ja für sich auch gesehen, dass es dann halt großer Blödsinn war. In der Jugend machst du halt nicht alles richtig. Und aber wie alt ist das Tattoo denn, weißt du das? Ich glaube, das ist jetzt schon, das hat er wirklich als jung, ganz jung gemacht. Wo er bei Man City gespielt hat, aber ich weiß gar nicht, ob es sein erstes Tor war. Aber ich bin mir relativ sicher, dass er das schon bereut hat. Ja, das kannst du ja nur, dann kannst du dir ja nur noch so eine Rolle, wie du die Wände streichst, kaufen. Das kannst du ja nicht mal mehr wegtätowieren. Das muss ja da bleiben. Sei denn, du machst da irgendwann Omas Gesicht rein oder das Gesicht von seinem Kind oder irgendwas. Ja, ist ja so, oder? Nochmal, wie gesagt. Jugend. Ist doch nicht schön, dass alle frei sind. Jeder darf selbst entscheiden. Und Jugendsünden, das ist dann Jugendsünde, die hat er spät, die hat er lange. Aber dir geht ja generell das ganze Gehabe doch ein bisschen auf den Sack. Dieses Tor, ja. Tor, dass die so sich inszenieren, wenn sie ein Tor schießen, dass sie dann kleine Choreografien machen. Da bin ich ja wieder ein bisschen dabei. Ja? Wenn die sich was überlegen, dann finde ich das ja noch sehr kreativ. Ja, aber warte mal ganz kurz. Ja. Würde ich sagen, beschäftige dich mehr mit Fußball. Jetzt gucken wir den Kaffeequatsch an. Ja. Jetzt gucken wir das an. Ich sage, die Zeit... Einfach sich mit Fußball beschäftigen, mit dem, was du wirklich machst. Geh doch wieder hoch, schieß das zweite Tor, jubel nochmal. Hast du nicht überlegt, dass die diese Choreografie, die von langer Hand geübt war, dass sie die so üben, dass sie sagen, wir müssen heute ein Tor schießen, Leute. Weil wir haben die sonst umsonst geübt. Wir müssen ein Tor schießen. Das ist doch totaler Ansporn, um diese verschissene Choreografie zu zeigen. Der Kaffeejubel, ne? Aber war das 2-1 gegen Bielefeld? Ach, du meinst, er hat, wegen, damit er endlich seinen Kaffee hochhalten kann. Er hat lange keine Tore gemacht, das war seit langem mal wieder ein Tor. Das 2-1 gegen Bielefeld. Dann gebe ich das an HSV so raus, dass man sagen Kaffee am Rand stellen. Ja. Dass sie schon mal alle ihre Sachen hochstellen, damit die Tore schießen wollen, um Geld zu verdienen mit ihrem Kaffee. Ja, vielleicht kannst du auch als neue Werbeikone kannst du auch machen, jeder, der ein Tor schießt, hat irgendwo einen anderen und dann... Vielleicht geht das so. Der das Tor geschossen hat, darf das T-Shirt hochheben und dann steht da drunter VW oder irgendwie sowas. Ja, ich weiß, das sind deine Jungs, du liebst sie alle wie deine Kinder wahrscheinlich. Ja, und deswegen haben wir darüber gesprochen und deswegen gehe ich davon aus, dass die nächste Kaffeewerbung lange auf sich warten wird. Sonst aber passiert ist passiert. Sag ihm, sonst komme ich. Da würde er sich freuen. Ja. Ich würde sagen, heute haben wir gelacht, denn wir sind bei Ihnen das. Was ich ganz gerne mag, du schickst deine Jungen zum Yoga. Wie finden die das? Gut. Ja? Finde ich gut. Du machst du mit? Nein. Aber für dich wäre das eigentlich ganz gut. Ja, gegen aber ich habe mal mit meiner Frau Yoga gemacht und hat die irgendwas vom Sonnenkrieger erzählt und dann habe ich, ja, okay, das war's. Aber der ist schwer, wenn man den Sonnenkrieger mit den Füßen und das sich drehen und dann war's. Genau, und dann habe ich gesagt, okay, das war's, war schön mit euch und war weg. Und wenn ihr mit dem Yoga fertig seid und die Jungs noch mal ein paar Runden sich warm und auslaufen müssen, dann machst du immer Schlagermusik an. Die mögen das? Nee, das ist nicht für die Jungs.
Ach so, ich dachte, die Jungs. Nein, die Jungs laufen. Ich dachte, du machst die Boxen auf dem Platz. Ja, mach ich. Aber die Box ist ja für mich. Ich will ja die Musik hören. Ja, aber die müssen doch da. Die müssen ja, aber ich denke, die Jungs laufen. Da kann ich nicht rufen, da kann ich nicht motivieren. Die laufen ohne mich. Die Zeiten sind vorgegeben. Aber sie haben ja Ohren bekommen vom lieben Gott. Und deswegen hören sie ja beim Laufen. Und deswegen freuen sie sich, dass ich die. Genau. Howard Carpendale, Lilian Fischer, Ina Müller. Ja, und deswegen singen wir jetzt. Wir singen jetzt einen Song. Hier habe ich auch. Wir singen jetzt einen Song. Den du dir gewünscht hast und du hast gesagt, wir können von Helene Fischer, Howard Carpendale oder Ina Müller singen. Und dann habe ich gedacht, haha, das sagt er doch nur so. Das weiß er doch gar nicht. Und dann stellte sich heraus, tatsächlich, du kennst die Musik. Ja, ich singe gerne, ich singe aber gerne mit. Also ich bin jetzt nicht textsicher. Wir singen einen Song übers Rauchen. Hast du jemals geraucht? Nein. Ach, und trotzdem singen wir den Song. Ich finde den Song einfach gut. Ich finde, der Text ist gut. Ich liebe den auch. Aber ja, also das hört man, glaube ich, am Text. Aber ja, ich rauche ab und zu mal eine Zigarre, ja, aber nicht... Mit dem Whisky? Ja. Oh, du bist so ein Mann. Das ist wirklich so witzig. Also alles so mit Zigarre und Whisky und... Ach, kommt. Nach der Ebbe kommt die Flut. Mal ging es mir schlecht und manchmal nicht so gut. Von Bremen nach Hamburg, über München und Sylt. Hört sich irgendwie boring an, doch für mich war es wild. Ich hab vieles mitgemacht und alles überlebt. Egal ob es um Bermudas oder Modern Talking geht. Viele Feuer sind erloschen, nur eines glüht konstant, die Kippe in der Hand. Was haben wir geraucht und überall und ständig? Heute frag ich mich auch, war das notwendig? Ich glaube ja nicht, es wäre schade gewesen. Es hätte andere Freunde und Geschichten gegeben. Ich hätte sicher mein Leben wäre anders verlaufen, hätte ich nie angefangen zu rauchen. Ich rauche aus Gewohnheit oder weil es mir steht, mein Dom dabei zuzusehen, wie die Zeit vergeht. Wenn ich mal aufhöre, um mich nicht zu gefährden, hätte ich echt Angst, so alt wie Helmut Schmidt zu werden. Ja, da, da. Ich bin sicher, mein Leben wäre anders verlaufen, hätte ich nie angefangen zu saufen. Juhu, Steff Baumgart! Yay! Vielen Dank! Steff Baumgart! Jetzt müssen wir das ja singen. Du bist in Köln genau richtig. Juhu. Mein erster Auftritt, vielen Dank. Aber weißt du, was mich rührt? Hier war noch nie in 13 Jahren irgendjemand, der einen Song von mir singen wollte. Und seid ihr schon mal auf Tour da gewesen? Ja. Wirklich? Ich gehe ja wieder auf Tour. Möchtest du fragen, wann? Ja, wann? Ja, ab 7. Oktober geht's wieder los. Ich bin dabei. Ich freue mich so. Wenn ich in Köln bin, würdest du den Song einmal mit mir singen? Oh, da war ich vor so vielen Leuten? Ja. Die feiern dich da. Ja, natürlich. Aber ich muss gucken, wo wir in der Saison stehen. Ja, also, wenn wir oben stehen, ja. Da kann ich singen, wie ich will, weißt du? Wenn wir unten stehen, wird's eng. Okay, das verstehe ich. Wollen wir mal wieder da reingehen? Gerne. Wir würden jetzt Bierdeckelchen machen und sammeln die schon mal ein. Ich finde es ganz schön, weil deine Familie heute da ist. Wenn die sicherlich auch ein paar Fragen gestellt haben. Lassen wir uns mal überraschen. So, Polohemd weg vom Bauch. Nö, der kann, der Bauch ist ja da. Und dann musst du über meinen Kopf. Was soll ich? Über meinen Kopf. Ich gehe ganz weit runter und okay. Dann müssen wir das okay. Bein über den Kopf. Ja, alles gut, das ist dein Risiko. Trommelwirbel. Drei. Ach, herrlich. Isst du gerne Ziegenbock?
Nein, nein. Nein. Was hast du dir nach der Wende vom Begrüßungsgeld gekauft? Oh, ich habe das ganz lange, im Schrank gehabt. Ich wüsste gar nicht, was ich genau gekauft habe. Ich kenne aber Leute, die haben sich Turnschuhe gekauft, die waren einen Tag später kaputt. Hast du Ich habe ja auch Pech gehabt. Hast du mal einen Gegenspieler ins Krankenhaus gegrätscht? Ich glaube ja, leider. Ja, wirklich. Aber jetzt nicht, weil... Diese Geschichte zieht mich jetzt runter, da gehen wir nicht weiter drauf ein. Ich wurde ja auch ins Krankenhaus befördert. Also, ja? Ja. Hast du mal so richtig... Meinst du, die Nase ist so geworden? Aber ist doch schön, die Nase. Ja, ein bisschen aurig. Ist sie schief? Aber komplett. Das ist aber ärgerlich. Nö. Aber ich würde jetzt erstmal den Job fertig machen und dann korrigieren wir das. Gibst du auch im Bett die Kommandos? Das lassen wir weg, das mag ich nicht. Dumm kick gut, Fragezeichen? Nein. Nein, den Scheiß aufschreibt. Entschuldigt bitte, ich hoffe, können wir gerne mal diskutieren nachher. War von dir? Nein, aber er hätte von mir sein können. Ja. Naja, weil ich finde es eher gut, ein bisschen zu doof zu sein, um nicht alles beim Spielen zu hinterfragen, sondern aber einfach. Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Aber wenn ich das immer höre, was Fußballer, was für Idioten die Fußballer sind. Nein, das finde ich nicht. Also aber leider reden wir ja immer über den Einzelnen, den wir dann sehen. Und da gibt es auch den Einzelnen, der ein Vollidiot ist. Aber die meisten haben schon was auf der Kiste. Und die meisten studieren, die meisten wissen auch was mit ihrem Leben anzufangen. Wir reden halt immer über die Einzelnen, die dann halt schräg unterwegs sind. Warst du mal angetrunken? Auf dem Platz oder auf der Bank? Ja, ich habe mal angetrunken auf dem Platz. Da war ich aber nur noch Oberligaspieler. Da war die Bundesliga-Zeit vorbei. Oh. Und da habe ich mal übertrieben stinkbesoffen gespielt. Wie war das so? Gut, wir haben 6-0 gewonnen. Ja. Es war ein Pokalspiel mit... Könnte in diversen Momenten ja vielleicht die Lösung sein. Setzen Sie die Kappe... Abends im Bett ab? Ja. Wann bekommst du Podolski endlich wieder? Oh. Danke. Bei welchem Schlager laufen die Spieler zur Bestform auf? Atemlos. Entschuldigung. Weil das ist ja so ein herrlicher Marschiersong eigentlich. Das ist mein letztes Lied bei den 1000-Meter-Läufen. Kommt zum Schluss, wenn sie die letzte Runde laufen, kommt atemlos. Gleich die 1000 Meter. Dann wissen die Jungs auch, dass es dem Ende entgegengeht. Aber das ist natürlich ganz gut, wenn sie wissen, es ist bald vorbei. Ist deine Frau Fußballfan? Ja. Von? Was? Katja? Bayern? So sind die Frauen, ich sag ja. Zweite Liga zu Hause auf dem Sofa sitzen haben. Wie warst du als Schüler? Lustig, Schüler mit Doppel-L. Aber, sag mal so, ich war beliebt bei den Lehrern. Doppel-L, steht da Schüller. Ja. Aber nochmal. Das ist aber witzig, das zu fragen. Und dann, also ist lustig. Nee, aber nochmal. Schüler, die Lehrer haben mich gemocht, weil ich nett war und höflich. Aber als Schüler selbst lernen war nicht so meine Stärke. Wieso? Ich bin ja, ich habe was erreicht. Ja, aber also ich habe meine Chemielehrerin, als sie gefragt hat, was ich mal werden will, habe ich ihr gesagt, Profifußballer. Mhm. Und dann hat sie gesagt, wenn ich das schaffe, lernt sie die Fußballregeln. Und dann habe ich bei Hansa gespielt und dann kam eine Klasse und hat gefragt, kennen Sie die Frau Götsch? Ja, sag ich, kenne ich. Und dann schöne Grüße an sie, sie muss jetzt die Fußballregeln lernen. Hat sie sich jemals wieder bei dir gemeldet? Ja. Ach, wirklich? Ja. Beide bei der Lieblingslehrerin. Habt ihr von dem Spiel schon mal geraucht? Habt ihr von dem Spiel schon mal geraucht? Getrunken? Ja, ich habe ein Jahr jeden Tag vor jedem Heimspiel, vor jedem Auswärtsspiel eine Zigarre geraucht. Ah, also du sagst ja zu deinen Spielern auch, hör zu, ob ihr raucht oder nicht, macht es mit euch selber aus. Ob ihr ein Bier trinkt oder nicht, macht es mit euch selber aus. Aber macht es nicht direkt vor dem Mannschaftsbus. Ist es so? Ist es deine Ansage so? Also mittlerweile rauchen sehr wenig Spieler. Ja. So, aber ich finde es affig, wenn sie rauchen, dass sie dann in irgendwelche Ecken kriechen oder weiß ich was. Ich finde es so schwierig, wenn sie aus dem Bus aussteigen und sich eine Fluppe anzünden. Das finde ich jetzt schwierig. Aber wenn sie dann eine rauchen möchten, also ich finde, das gehört dazu. Und dann muss man sagen, das sind alles erwachsene Jungs. Auch wenn sie, sag mal, auch wenn es große Kinder sind, wie ich immer so schön sage. Aber es sind erwachsene Kinder, erwachsene Jungs. Also lass sie rauchen, lass sie machen. Also die wissen schon, was sie machen. Wir machen jetzt erstmal Musik. Weil ich freue mich so doll. Ich habe in den Kritiken, lustigerweise diesmal, ein bisschen über die Kritiken gelesen. Und dachte, wer ist denn das Wet Leg? Wer ist denn das Wet Leg?
und habe da reingehört in die Musik. Sie kommen aus England und dann habe ich diverse Songs gehört und gedacht, ich bin verliebt, das gibt's doch nicht. Und dann haben wir sie angerufen, ob sie kommen könnten. Und sie sind hier und ich freue mich so. Wet Leg mit She's Alone! About that, and it's the biggest earworm. Can I say earworm? Yeah. Do you have this word too? Yeah. Oh, I'm happy. I have such a big earworm. I hear it every day 10 times. Thank you so much, Wet Leg! Thank you. Steffen, ich stehe auf dem Bierdeckel noch. Bist du eigentlich selber Fan von einer Fußballmannschaft außer Köln? In Klammern, deine Frau Katja ist ja Bayern-Fan. Und du? Fragezeichen? Kindesbeinen an, ja? HSV-Fan? Ah, juhu! Ich freue mich so auf unseren nächsten Gast. Ich bin
bin Fan. Ich möchte sagen, seit immer. Und da lüge ich nicht. Und ich will sie seit vielen Jahren einladen. Aber meistens ist sie denn gerade am Drehen. Im Moment für die Sendung, die alle Schauspieler, alle, und wenn ich sage alle, meine ich alle, glaube ich, gerne machen möchten. Sie ist endlich da, wo sie hingehört. Sie ist im Tatort, in der zweitschönsten Stadt der Welt, in Bremen dabei. Begrüßt mit mir die wundervolle, die großartige Jasna Fritzi Bauer! Wenn ich Zeit hatte, hattest du keine Zeit. Ich wusste es, ich habe dich direkt jetzt hier mit Make-up. Das ist nicht so schlimm. Das ist immer, man will so doll drücken. Du kannst alles machen, was du willst. Oh, das wird gleich, das wird, man sieht es gleich, man sieht es gleich. Und genau da sieht man es gleich. Ich freue mich so, deshalb kannst du machen, was du willst. Du freust dich, dass wir schon den Whisky aufgemacht haben. Kennst du Steffen? Nicht privat. Jetzt ja. Aber jetzt ja. Ab jetzt, würde ich sagen. Steffen, wenn du dein Gebein wieder rüberschleuderst, ich in die Mitte gehe, wie die Getränke. Soll ich mich hier daneben setzen? Ja, bitte. Ja, hier so. Ich habe es ein bisschen kühl gemacht hier unten. Das mögen wir ganz gerne hier gerade. Herrlich. Ich schwitze mich schon ganz doll seit ganz vielen Stunden. Warum eigentlich? Weil ich so aufgeregt bin. Du bist ja großer Fußballfan. Du guckst auf deinem Handy. Du bist verbunden mit allem, was Sport angeht. Welcher Sport ist es denn am meisten? Wenn ich ganz ehrlich sein soll, also ich bin ein großer Fußballfan, gucke viel Fußball. Und mein größter Sport ist natürlich aber leider Biathlon. Ich liebe aber auch Ski, Abfahrt, Super-G. Eigentlich alles. Ja, alles Wintersport. Doch, Fußball ja auch. Ja, gut, aber wir sind leider, das ist leider ja nicht mein Verein. Wieso? Weil ich bin leider Dortmund-Fan. Dortmund-Fan? Ja, ja, wir haben mit Köln eine Freundschaft. Machen wir ja alles auf heute, ja, Mann. Die ganze Dose. Wir haben eine Freundschaft. Köln und Dortmund haben ja auch keine Fehde miteinander, nee, oder? Es ist ja, reicht ja auch. Es gibt ja genug. Wie bitte? Düsseldorf. Ja, jetzt mal wieder um Singen kümmern da. Was ist denn los da? Hast du dich im Griff oder was? Doch. Jetzt kommt auch Düsseldorf hier. So, jetzt noch mal einmal hier. Prost. Prost. Prost, Prost, Jungs. Ich mag das so. Das macht mich dann auch so zwischendurch so, so wach. Und man möchte. Das ist doch eigentlich was für dich, oder? So. Hey! Hätte ich gedacht. Ja! Du lebst ja immer in der WG mit mehreren Leuten oder wie viel seid ihr so? Nee, wir sind zwei Personen und ein Kind. Und bist du zufällig mit der Person verheiratet und das Kind ist von der Person und von dir? Dann ist es keine WG. Nein. Denn, ach so, eine andere Person und ein Kind? Wie ist denn das, wenn man so als Single mit einer anderen Person und einem Kind, was nicht das eigene Kind ist, zusammen wohnt? Das ist richtig gut. Nervt das Kind nicht wahnsinnig, weil man Texte lernen muss für einen Tag? Nein, ich habe auch vorher schon, erst habe ich ganz lange mit sehr alten Männern zusammen gewohnt. Oh. Sehr alt ist jetzt auch total gemein, aber da war ich 20 und die waren so 15. Ungefähr so alt? Nee, so alt nicht. Also das warte mal, ich revidiere mit 20 und Männern. Waren, wie alt waren die, 50? So vor 50. Oh, warte mal. Naja, aber würdest du als 20-jährige Frau mit 55... Nein, ich würde als 20-jährige Frau nicht mit einem 50-jährigen zusammen. Ja, eben. Ja, und dann habe ich weiter mit Leuten zusammengelebt, die auch Kinder hatten. Und das ist voll schön, weil ich denke, man wählt sich seine Wahlfamilie und ja auch die Freunde. Und ich glaube, ich bin ja in einer sehr großen Patchwork-Familie aufgewachsen. Ja, 100 Brüder und 12 Schwestern. 1000 was hast du? Brüder und 8 Schwestern. Du hast 3 Mütter, 3 Väter und 6 Geschwister. Ja. Das ist schon eine Ansage. Aber es sind sehr viele Mütter und Väter ja im Spiel. Das heißt, alle haben mal miteinander und dadurch ist Patchwork entstanden quasi. Also ungefähr. Ich möchte trotzdem noch ein ganz bisschen beim Tatort noch mal bleiben. Sag mal. Sitzt du denn in deiner WG mit dem anderen Menschen und mit dem Kind und so weiter und guckst dann und sind die dann stolz auf dich? Ich mache das. Ich habe in meinem Wohnzimmer einen Beamer und keinen normalen Fernseher. Alle haben jetzt Beamer. Ja, aber das ist voll geil. Ich habe das schon sehr lange. Ich habe nie linear nur einen Fernseher gehabt. Ah. Habe den schon sehr lange und dieser Beamer läuft. Zieht auch mit mir seit 12 Jahren um, deshalb ist er sehr laut und sehr heiß. Ja.
Und hast dann du auch eine ordentliche Dolby Surround-Anlage, ja, in die Wand gepuffert, damit der Nachbar auch was von deinem Schaden hat? Die steht so ganz schlecht. Von deiner Beamer-Anlage. Steht ganz schlecht verteilt und den Subwoofer habe ich abgeschlossen. Oh, das ist ein danke. Würde ich mich mal im Namen aller, die unter dir wohnen, jetzt einfach also mal jetzt bedanken. Also jetzt pass mal auf. Immer wenn dann der Tatort tatsächlich im Fernsehen kommt, dann mache ich, lade ich ein paar Leute, so, meistens so um die 10 Leute zu mir nach Hause ein. Viel? Mhm. Mit Fresse halten und mit, gucken oder ja, darf man ja, nee, das machen? Ist genau das Ding. Ich will, dass alle Fresse halten. Natürlich. Aber alle labern nicht. Nein, das geht doch nicht. Dann bin ich immer so, okay, ich gehe jetzt raus. Jetzt fresse, jetzt kommt gleich die Stelle, ja, wo ich das Gewehr ziehe. Nein, die Pistole, genau, so heißt es. Das Lustige ist, du warst ja Polizist, Steffen, ne? Mhm. Und du hattest ja gar keine Ahnung von Polizistin sein. Überhaupt gar nicht. Und hatte man eine Ausbildung denn dazu? Also wir waren tatsächlich bei der Polizei Bremen. Ja. Haben da eine dreitägige Ausbildung genossen, die ich auch in den 3 Tagen sofort wieder vergessen habe. Was aber das war denn? Cool. Lernt man naja, dieses so ziehen? Du musst ja immer diese Schnalle aufmachen. Naja, ja, ziehen gut. Halt. Das ja, das geht einfach. Das geht ganz schnell. Schnalle weg. Ja, das geht ziehen. Ganz schnell. Dings halten, wie ach so, hältst du's? Ja, wie machst du es? Ja, ich würde jetzt wahrscheinlich ja, auch hier den Arm. Also pass mal auf, du hast das hier, das da am Abdrücker. Wie heißt das aber denn hier? Das am Rohr, ne? Am also, du hast hier gut den Abdrücker, da das und Rohr. Und dann musst du hier irgendwie mit den Daumen an der Seite das machen, gell? Lösen? Du musst doch irgendwas auch lösen. Nee, das musst du gar nichts lösen. Ach, das musst du dir empfehlen. Dann musst du das so halten und dann hast du es so. Und du musst das auch sowas, immer, habt ihr sowas geübt? Du musst auch ganz doof stehen. So wird es mir beigebracht, dass man so also breitbeinig, man breitbeinig ne? Und sich so nach vorne beugen. Stehen bleiben! Ja. Ganz doof. Kripo Bremen! Ja, richtig doof. Aber wenn du stehen bleiben, Kripo Bremen! Also wenn du Hilfe brauchst, mein Freund ist wirklich Ausbilder bei der Polizei. Ja. Schießausbilder bei der Polizei. Also das wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Da komme ich nochmal auf dich muss zu. Halt, dann läuft das. Wie groß bist du, Jasna? Ich gelogen 1,58. Und ungelogen? Wahrscheinlich eher 1,56. Oder so. Also das geht ja auch nur in Bremen, weil Bremen hat, glaube ich, keine Größen. Wie sagt man? Die hat keine Mindestgröße. Keine Mindestgröße. Ich glaube, die Mindestgröße ist da 1,52 oder so. Oder die kleinste Polizistin da ist 1,52 gewesen. Aber 1,52 also, kannst du ja schon durch die Beine des Bankräubers durchlaufen. Wir haben ja in meiner kurzzeitigen Polizeiausbildung, die 3 Tage ging, haben wir ja diese ganzen Sachen geübt, wie abführen und auch das. Und das funktioniert immer gar nicht mit meiner Größe. Ne? Also wenn sobald einer größer ist als ich, muss sie entweder sehr kräftig sein. Es gibt so verschiedene Griffe. Aber eigentlich bin ich wehrlos. Ja, aber das muss man ja ein bisschen so sagen. Guckst du Tatort? Nein. Ich hoffe, es ist okay. Ja, das ist okay, nie? Aber jetzt... Weil Sonntags ist und also, so. Wenn ich jetzt sage, meine Schwiegermutter ist großer Fan. Tatort-Fan. Familie auch nicht? Gucken jetzt nicht so viel Tatort? Nee, also da wir alle zusammengehören, nein. Könnt ihr vielleicht aber den Bremen-Tatort angucken? Das gibt es ja nur einmal im Jahr. Ja, nee, machen wir. Machen wir. Ja, jetzt. Ja, machen wir. Sonntag ist ja auch meistens abends spielfrei, würde ich mal behaupten. Ja, 2015 hättest nee du Zeit. Ja, aber eben ja nicht. Das ist das Problem. Das wäre Abwechslung. Machen wir. Und ja, Führerschein perfekt hast du auch nicht, Jasna. Ey, ich mach den gerade. Wo denn? In Berlin. Achso, ich dachte Bremen. Ja, nee, ich hätte auch gedacht, in Bremen. Und da hat man den ganz schnell dann. Nee, ich mach den gerade. Und? Läuft? Es wie viele Stunden? Gut. Ich bin schon fast fertig. Oh, sehr gut. Ja, ich muss jetzt bald zur Prüfung. Sehr gut. Mein Fahrlehrer ist super begeistert von mir. Aber das ist doch gut. Danke. Dann haben wir das schon mal im Sack. André, mit 33 den Führerschein, wer da braucht Zeit. Ja. Du, deine Familie, deine 12 Schwestern, 17 Brüder ja und 4 Mütter und Väter, ja, ne? Ja. Wie habt ihr denn in Wirklichkeit dann irgendwie gelebt? Also deine Mutter, muss man wissen, ist schweizerisch-chilenischer Abstammung. Eine Schweizer-Chilenin sozusagen. Eine Schweizer-Chilenin. Ja. Und dein Papa ist deutsch. Ja. So, und du hast einen Pass, du hast 2 Staatsangehörigkeiten. Mhm. Die chilenische und die Schweizerdeutsche. Ja. Und jetzt bist du ja hier mit einer Aufenthaltsgenehmigung und wenn du jetzt hier Scheiße baust, ne? Ja, flieg ich raus. Aber dann fliegst du ja raus. Ja. Ja gut, keine Scheiße bauen. Ja, aber wie schnell baut man mal Scheiße? Wo man ja, du, ich sag mal so, es gab schon Momente, wo ich gedacht habe, aber du hast ja diesen Opa, der damals Verleger war, aber noch mein toller. Du hast ja, nee, der Opa, dachte ich, war Verleger. Und dein Uropa war doch der, der an der Membran rumgebastelt hat. Also pass auf, umgekehrt? Ist das so? Nee, nee. Mein Urgroßvater war der Verleger von Hermann Hesse in der Schweiz. Ach so, der Und mein Uropa war der, der an den Membran rumgebastelt hat. Ach, beide? Nee,
Der Ur-Ur-Opa. Ach, ein Ur-Ur-Opa. Ja, 1612? Nein. Moment. In meiner Familie haben alle sehr früh Kinder bekommen. Deshalb habe ich alle meine Urgroßeltern noch sehr lange mitbekommen. Ach so. Ja. Ich fand nur den so gut, der an dieser permeablen Membran rumgearbeitet hat. Weil das war ja die größte Erfindung. Robert, würde ich sagen. Du sagst Robert. Aber er war Schweizer. Stempfli. Ja, er ist halb Amerikaner. Der Robert Schwänzli. Robert Stempfli. Stempfli. Ich dachte, ich hatte so am Froschschwänze gerade gedacht. Robert Schwänzli. Stempfli. Ja, der ist halb Amerikaner gewesen, halb Schweizer. Und der hat tatsächlich das geforscht, ja. Aber er war weltberühmt, muss man ja sagen. Und du hättest doch auch ein bisschen in diese Richtung gehen können. Hätte Fahrradkette. Ja, aber so Forschung und so. Du hast ja auch, nachdem du die Frösche seziert hast, hast du ja gesagt, das reicht mir nicht mehr, Mutti. Ich glaube, meine Familie hätte das gerne gehabt. Mutti, ein Huhn muss her, hast du gesagt. Ich möchte einen Huhn sezieren. Das ist eine gute Geschichte, weil also ich wollte immer was sezieren und habe meine Mutter gezwungen, irgendwann ihr ein eingefrorenes Huhn zu kaufen, das auszufrieren und das so zu sezieren. Dann war ich ganz doll enttäuscht, dass du das ausgegraben hast. Das ist wirklich wahnsinnig. Dann war ich ganz doll enttäuscht, weil dieses Huhn, ein Suppenhuhn, was meine Mutter mir da gekauft hat, das hatte natürlich nicht noch die Eingeweide und so da, wie es war, sondern das hatte so einen Beutel da. Herz, Leber, Niere, war alles im Bündel innen drin. Es war einfach aber wie enttäuschend. Es war super enttäuschend. War das und der ich muss auch noch ausfrieren. Also, nein. Vielleicht war das der Knackpunkt. Wäre das ein ganzes Huhn gewesen? Wie oft bist du in Chile gewesen? Weil deine Verwandtschaft ja in Chile lebt. Sehr, ne? Sehr oft. Und die haben da eine Avocado-Farm. Eine Avocado-Farm. Da wäre ich ja Fan. Da würde ich ja morgen schon raufgehen, mir Avocado kaputt genau hatten und rausschmatzen. Weil ich finde Avocado, und ich schäme mich dafür, ich habe Flugscham und Avocado-Scham. Aber ich finde, Avocado ist mit das Leckerste, was es gibt. Und ich sag dir was, also Kommune. Chilenischen, in Chile heißt es Palta. Wie? Palta. Also Palta. Avocado heißt nicht Avocado? Nein, Palta. Nochmal. Palta. Also P-A-L-T-A sozusagen. Palta. Palta. Und wir haben die, also auf unserer Farm, wir haben diese kleinen Ass, also Hass heißen die in Deutsch. Die schneiden zu Absen die besten. Und ich gehe da auch, wenn ich bei meiner Tante da auf der Farm bin, gehe ich raus, pflück mir eine Avocado vom Baum, mache mir ein Toastbrot. Wir haben so Toaster, Speichelfluss. Wir haben so Gasherde und dann gibt es so spezielle Pfannen, die Toaster sind. Da legst du das Brötchen drauf und das sind auch sehr spezielle Brötchen, nicht so deutsche Brötchen, sondern geile. Und dann machst du da Butter drauf und das Ding und dann machst du auch ein bisschen Gewürz drauf. Und dann jetzt, frisst du das warme Toastbrot. Danke dafür, das war gerade sehr, sehr angenehm, was in meinem Sonnengeflecht vor sich ging, bei der Vorstellung. Vielleicht fahren wir einfach mal zusammen nach Chile. Meinst du? Ja. Hast du mal überlegt, dahin zu ziehen? Das ist unter anderem ein Grund, warum ich auch den chilenischen Pass behalten werde. Das würde ich machen, ja. Weil ich in meiner Kindheit sehr viel da war. Ich habe da eine riesige Familie. Mein Opa ist ein Kind von 9 Geschwistern. Alle anderen Geschwister sind noch dort. Ich habe da 120 Verwandte. Oh. Und sind möchte mir das so ein bisschen offen. Nein, die sind nicht in einem Haus, zum Glück nicht. Das wäre sehr schrecklich. Aber ich möchte da so ein bisschen, das ist meine Roots. Und deshalb möchte ich auch diesen Pass behalten, weil ich eben genau, was du gerade fragst, das mir offen halten will, ob ich da mal hin will. Oder auch mal einfach nur da leben will für ein Jahr oder so. Ja, und das macht es mir natürlich einfach. Aber nicht jetzt. Jetzt machst du erstmal Tatort. Alter. Ja, genau. Wollen wir jetzt unseren Song singen? Ja. Ich bin selber ein bisschen aufgeregt ich vor dem Song. Ja, komm, wir singen jetzt ein Lied. Und ich bin mir sicher. Jetzt geht's mal los, ne? Jetzt geht's mal los. Der Song ist von der Münchner Freiheit und heißt Ohne dich. Sogar die Shanties können ihn, wenn ihr Bock habt, mitzusingen, ne? Ja, machen wir mal mit. Dann singen wir mal. Singen wir mit. Das können Sie? Unser Lied nicht? Unser Lied nicht. Ihr habt schon euer Lied, soweit seid ihr schon. Ich will mich nicht verändern, um dir zu imponieren. Und nicht den ganzen Abend Probleme diskutieren. Aber eines gebe ich zu: Das, was ich will, bist du. Ich will nichts garantieren, was ich nicht halten kann. Will mit dir was erleben. Besser gleich als irgendwann.
und ich gebe offen zu. Das, was ich will, bist du. Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein. Ohne dich fahr ich heute Nacht nicht heim. Ohne dich komm ich heute nicht zur Ruh. Das, was ich will, bist du. Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein. Ohne dich fahr ich heute Nacht nicht heim. Ohne dich komm ich heute nicht zur Ruh. Das, was ich will, bist du. Ich bin nicht alles an. Nicht zu viel erklären, will nicht mit zu viel Worten den Augenblick zerstören, aber eins gebe ich zu, das, was ich will, bist du. Ich will auch nicht erzählen, was dich eh nicht interessiert, wenn mit dir was erleben, was uns beide fasziniert. Und ich gebe offen zu, das, was ich will, bist du. Und alle! Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein. Ohne dich fahr ich heute Nacht nicht heim. Ohne dich komm ich heute nicht zur Ruh. Das, was ich will, bist du. Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein. Ohne dich komm ich heute Nacht nicht heim. Ohne dich komm ich heute nicht. Das, was ich will, bist du. Ja, ist da. Quincy Power. Ina Müller. Yes. Yes. Ina. Aber wie schön du unten diese tiefe Stimme singst. Ja. Du hast dir ja die Originaltonart gewünscht und ich dachte, oh, tief, wie schön sich das anhört, wenn du da unten so singst. Ja, ich war auch fasziniert. Ja. Sie mir schon das Mikro. Hier sind die Mikros, danke. Ja. Toll. Ey, danke. Man möchte es 5 Stunden lang singen. Das war sehr, sehr schön mit dir. War's schön? Ja, ohne war dich. Sehr, ne? Geil. Ohne dich war geil. Du musst mich fragen, wie war ich? Und ich sage, wie warst du? Nee, wie war ich? Wie war ich? Wie war ich? Wie war ich? Ganz, ganz zauberhaft. Wirklich. Wollen wir uns dann mal direkt für die Bierdeckelchen hier oben raufsetzen? Na klar. Ja. Oh Mann, ich habe ein bisschen Angst, aber... Sorry. So, super. Du musst es mit deinen Hintern jetzt auch noch mal... Nee, du kommst noch mal mit, Steffen. Ach so. Ja, 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 klar. Ich habe gedacht, ich habe Pause. Nein. Das ist so eine Perversion. Ja. Ich dachte mal, meine wäre schlimm, aber deine ist ja noch schöner. Wir können mit dem Kreuzer mit dem Kreuzer und Trauer. Ich bin froh, dass ich den kleinsten wie ich hatte. Oh. Steffen, du besorgst uns Getränke, ne? Ja, was möchtest du haben? Na, das, was, dein Getränk, natürlich. Sehr schön. Willst du nicht ein so einen mit uns trinken? Ja, natürlich. Das ist der ich beste, nehme, was ihr nehmt. Der beste Whisky, den man trinken kann. Ich nehme mal, was ihr nehmt. Würdest du gerne, Jasna, mit Ina in einer WG leben? Natürlich. Nee, es wird nicht gehen. Wahrscheinlich nicht. Nee, ich würde nicht gerne mit Ina in einer WG leben, aber ich würde gerne mit Ina in einem Haus leben. Vielleicht so, ne? Ja. So mit an die Heizung klopfen und sagen, ich habe ja. Kartoffelpüree mit Dingsbums gemacht. Hast du noch mal ein Mehl? Hast du noch ein paar Avocado für mich? Ja, hast du noch eine Butter? Ja, sowas, das schön, das wäre ganz gut. So, wer sagt dir ehrlich, wenn der neue Film scheiße ist? Meine Mutter und meine Oma. Ich kriege von meiner Mutter und von meiner Oma nach jedem Mal, wenn irgendwas ausgestrahlt wird, Kritiken, die wirklich sich gewaschen haben. Also, aber ist das nicht gemein? Ich finde, nö, ich also find es gibt doch diesen Spruch, der heißt, wenn man nichts Gutes zu sagen hat, dann halt die Fresse. Nee, finde ich auch nicht, weil ich finde, ich liebe Kritiken, weil sonst kann ich mich ja nicht verbessern. Wann rastest du so richtig aus? Ah, alle 23 Sekunden. Ich bin Ich bin einfach richtig tobsüchtig und wütend. Und also jetzt auch beim Autofahren, wo ich das lerne, da, ich bin irgendwie mein Fahrlehrer, ist auch mal der bepisst sich immer mich immer. Was willst du denn, du Arschloch? Also richtig bescheuert als Fahranfänger. Was ist denn jetzt mit ihm? Auf dem Hub, der, weil ich hier 30 fahre, da steht doch 30. Also wirklich alle 13 Sekunden. Oh, auf dich warten wir als Autofahrer. Ja, das wird schön, glaube ich. Wenn dir der erste Radfahrer mit seiner Hacke. Hab ich verstanden, dass ich einfach was jemand umgefahren, ja. Wirklich? Ja, war aber deren Schuld. Ich frag mich, wenn ich. Ja,
Entschuldigung, wenn ich manchmal durch Hamburg gehe, dann denke ich immer, warum gibt es hier eigentlich nicht jeden Tag 20 Tote? Fragt man sich doch, oder? Ja, und Berlin. Wenn ich den Führerschein habe, dann ist es so, komme ich ins Gefängnis und werde ausgewiesen, weil es 20 Tote am Tag gibt. Ja, so sieht's aus. Dann könnt ihr mich in der Schweiz besuchen, am Zürichsee, da wohne ich dann. Weil du da ja immer hinflüchten kannst, Spalterin. Ja, wohne ich dann aber in einem Zelt, weil ich mir nicht leisten kann, da zu wohnen. Wer ist arroganter, Theaterschauspieler oder Filmschauspieler? Theaterschauspieler. Ich finde, es gibt immer so diesen Unterschied. Es gibt manchmal Schauspieler im Fernsehen und ich sehe, oh, der hat jahrelang Theater gemacht. Ja. Und könntest du dir vorstellen, mit mir eine ganz kleine Szene noch mal zu spielen? Ja, natürlich. Unterschied Theaterschauspieler, ja. Fernsehschauspieler. Ja, natürlich, kann ich machen. Du müsstest dafür aber noch mal einmal ganz kurz darunter. Ja. Und wir machen als erstes, du setzt dich da einmal hin, ich gehe auch noch mal einmal runter. Und ich würde reinkommen und ich bin die Polizistin. Ja, und ich bin und aber du bist wer? Jetzt einmal, wir sind jetzt im Tatort Bremen. Du sitzt mit dem neuen Trainer von Werder Bremen. Ja. Sitzt in der Der sitzt schon auf dem Tresen. Wir machen jetzt erstmal Theater, ja? Wir sind jetzt hier klipp, klapp, Tür auf, Tür zu. Ich komme rein, ich bin Schupo, Schutzpolizei. Und ich sag, Frau Kommissarin Bauer, wir haben eine Leiche gefunden unten am Werder Deich. Kommen Sie schnell. Ha, Sie haben eine Leiche gefunden am Werder Deich. Ich komme schnell. Tap, 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 tap. Warten Sie, ich habe noch meine Pistole zu laden. Tür auf, Tür zu. Genau so. Nochmal im Tatort. Jetzt ist Fernsehen. Überall Kameras, wie hier jetzt im Saal. Und ich komme rein, ich bin immer noch Schupo-Istin und sage, Frau Kommissarin Bauer, wir haben unten am Werder deine Leiche gefunden. Kommen Sie schnell, die Spusi ist schon da. Sie haben eine Leiche gefunden unten am Werder da. Ich, dann komme ich mal eben. Die Spusi ist schon da. Spusi ist da. Was ist denn da? Und das sehe ich manchmal. Aber es sind Nuancen, kann man glaube ich sagen. Ja, es aber man sieht es einfach. Und ich muss dazu auch noch mal sagen, es gibt Theaterschauspieler, die können das ganz gut. Und es gibt Theaterschauspieler, die können das gar nicht gut. Und es ist auch dann auch als Kollege wirklich schwierig. Ja. Und nicht zu spielen, denn ah, die Leiche wurde um 23 Uhr gefunden. Ja, es du bist ist schon schwierig. Im Wiener Slang gerade. Nein, das kann ja ein bisschen besser. Also, witzig, witzig. Heute haben wir gedacht, denn wir sind bei Ihnen. Wenn Hollywood ruft, gehst du? Nein. Was? Nicht so unbedingt. Würdest du in Amerika trainieren? Nein. Nee? Im Moment nicht. Amerika ist ja für uns als Fußballer nicht der, wie soll ich sagen, der das Größte, was das wir erreichen können. Ja, aber für mich auch nicht als Schauspieler. Nee, das ist okay. Könntest du dir dieses Bild, was du vom Beckenbauer gesehen hast, als er die WM damals gewonnen hat, ja. von dir irgendwann vorstellen, ja. alleine über einen Platz zu laufen? Wird irgendwann passieren. Dankeschön! Ich hab was vor! Tschüss! In Hamburg sagt man Tschüss, das heißt auf Wiedersehen. In Hamburg sagt man Tschüss, weil wir auseinander gehen. In Hamburg sagt man Tschüss, das ist sehr traurig und schön. Und wer Steen. Und wer ein Mann in Hamburg war, der kann das gut verstehen. Ich bedanke mich bei Jasna von Simon.